Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um den Modulator Pitch 12. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die frühen Tage der EDM-Musik mit dem 12 to the floor Beat, die Filmmusik Tianun, es ist 12, oder das vertonte Jugendhörspiel für Fortgeschrittene, die 12 Fragezeichen. Aber legen wir doch einfach mal los. So, der Pitch 12 ist ein Modulator, den lädt man ganz normal hier in diese Modulatorschiene hier rein, indem dass man hier 12 zum Beispiel eingibt oder auch Pitch eingibt und dann wählt man den aus und dann hat man diesen Modulator hier gleich am Start. Und wenn ich die F1-Taste drücke, dann bekomme ich diese Übersicht. Das sieht wieder aus wie so ein Voodoo-Device, das von allen möglichen Seiten von Nadeln gestochen wird. Aber im Prinzip ist es ein relativ simples Device. Oben steht ein Modulator für jede Note. Und hier sieht man auch schon so eine Klaviatur. Hier wären die weißen Tasten und hier oben wären die 2 und 3 schwarzen Tasten. Hier nochmal so in einer kleinen Übersicht. Da steht nochmal Mini-Visualization dazu und hier sind nochmal die einzelnen Noten aufgeführt und es fängt hier unten an mit der C-Note. Das ist immer pro Oktave, das heißt, jede Oktave wiederholt sich so ein Modulator und mit einem Modulator kann man Dinge modulieren, so einfach ist das. Und dann gibt es unten noch diese zwei Drehregler, einmal den Lag, das ist Attack und Decay. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke, kann ich hier eine Verzögerung einstellen, mit dem diese Modulation dann langsam reingefahren wird oder aktiviert wird. Und wenn ich die Taste dann wieder loslasse, dann wird nach einer gewissen Zeit die auch wieder rausgenommen. Und mit dem Global Amount stelle ich einfach ein, wie stark diese Modulation greifen soll. So, gehen wir aber mal los, denn wir haben nicht nur hier bei diesem Modulator diese Übersicht, sondern wir haben hier drüben im Inspektor nochmal separat die einzelnen Noten hier aufgeführt, hier A, B, C, D, E, F, G und die ganzen Zwischennoten nochmal. Das heißt, wem es hier so ein bisschen zu unübersichtlich sein sollte, sieht halt hier nochmal ganz direkt die Noten, die man drücken muss. Das heißt, der Modulator ist, wenn ich jetzt hier auf der C, auch wie das hier oben schön aufblinkt, auf dem C zum Beispiel jetzt den Noise hier komplett reindrehe und ich drücke jetzt eine C-Taste, dann habe ich hier Noise drin. Oder wenn ich eine andere C-Taste, eine tiefere, Oktave tiefer drücke oder eine Oktave höher, habe ich immer diesen Noise drin. Und das ist im Prinzip schon der ganze Modulator. Wenn ich jetzt den Lag, also Attack und Decay eingebe, jetzt mache ich hier mal ein längeres Release auf, drücke jetzt hier wieder einen C und habe nach, warte mal, machen wir mal eine halbe Sekunde, circa. Oder vielleicht ein bisschen länger, eine Sekunde. Machen wir noch ein bisschen länger, 2 Sekunden. Sieht man schön, wie das dann hier hochgeht. Wenn ich das loslasse, geht es auch entsprechend langsam wieder zurück. Das heißt, wenn ich zwischendurch drücke, fängt es wieder von vorne an. Manchmal. Dann machen wir das hier ein bisschen runter. Und wenn ich jetzt den Amount runterdrehe, dann kommt diese Modulation überhaupt nicht mehr zum Tragen. Hier so ein bisschen, bis ich sie wieder dann auf 100% reinpacke. Und dann kann man auch ja, schöne Sachen machen, auf jede Taste irgendwas. Wenn ich zum Beispiel statt auf das C das Noise drauflege, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich lege auf das C, ich habe hier mal diesen Vibrato Modulator hier auf manuell gestellt und sag, der Shift-Taste kann ich quasi zwei Sachen anklicken hier und dann gehen die beide auf, beziehungsweise mit der Steuerung-Taste so. Mit der Shift-Taste geht dann die ganze Auswahl hier auf.
So, und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hier mit dem C-Modulator moduliere ich jetzt hier den Amount von dem Vibrato-Modulator. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine C-Taste drücke, werden diese Einstellungen aktiv. Hier kann ich noch so ein bisschen reinfaden quasi. Immer wieder so langsam losgeht und noch so ein bisschen den langsamer starten lassen. Wenn ich eine andere Taste drücke, zum Beispiel ein tieferes G, passiert hier nichts. Wenn ich wieder ein C drücke, wird das wieder was. Und das ist im Prinzip schon der ganze Modulator. Und das kann ich jetzt halt für jede Taste machen. Kann ich irgendwelchen Schabernack hier treiben. Zum Beispiel einen Dis mache ich hier auf die Phase zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn ich einen Dis drücke, kann ich hier natürlich den Lag auch wieder einstellen. Jetzt drücke ich wieder einen Dis. Wieder ein Dis. Oder ich könnte jetzt zum Beispiel mit einem G hier, da blinkt das G, könnte ich jetzt zum Beispiel den Filter zurückdrehen. Dann spiele ich ein Dis und dann ein G. So, und dann ist hier einfach der Filter zugegangen. Oder ich kann es an die Lautstärke packen. Oder ich kann zum Beispiel, wähle ich mir jetzt zum Beispiel mal ein F aus und drehe hier den Low-Cut-Filter einfach mal ziemlich weit hoch. Wenn ich jetzt einen C und danach einen F spiele, dann werden eine ganze Menge tiefe Frequenzen weggeschnitten. Ich spiele jetzt mal ein tieferes F. Den Lag gleich komplett wegmache. Das heißt, wenn ich die Taste jetzt loslasse, springt der sofort zurück und da ich hier einen Release habe, hört man dann die tiefen Töne wieder. Ich den Release komplett wegmachen würde. Das ist der ganze Pitch 12. Mit dem kann man wunderbar schöne Sachen machen, gerade auch in Kombination, wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze noch mit einem LFO hier verbindet. Machen wir die zwei wieder auf mit Steuerung-Taste, die beiden aufwählen, dann gehen quasi beiden Fenster auf und ich kann das schön modulieren. Und ich nehme jetzt einfach mal das A hier und moduliere jetzt einfach mal hier den Mount rein und mit dem LFO moduliere ich jetzt. Hier gehen die Ideen aus. Einfach mal hier das Panning. Das ist natürlich doof, weil ich hier Unison drin habe und hier auch noch mal jetzt auch ordentlich. Achso, der ist relativ langsam. Der braucht ein bisschen, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Und das Ganze scheint auch Polyphon zu sein, das heißt, ich habe jetzt das A quasi gepennt und die anderen Töne, wenn mich das nicht alles täuscht, kamen jetzt auch immer noch aus der Mitte. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, lasst mich wissen, wenn ihr schöne Sachen mit dem Pitch 12 da veranstaltet und generell lasst mir einfach einen Kommentar da, wenn ihr den Kanal supporten wollt, weil das frisst der Algorithmus und wenn der Algorithmus glücklich ist, dann ist auch der Kanal glücklich.
Ich hoffe, ihr bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Thank you.